Das beruht auch auf Mathematik, auf Zahlen, auf Beweisbarkeit, auf wissenschaftlich unbezweifelbaren Daten. Ja. Naja, aber es gibt jetzt schon so viele Daten, dass man gar nicht mehr die ganzen Daten in seine Geschichte hineinbringen kann. Und dann werden dann künstliche Daten erfunden. Das sind zum Beispiel Partikel, Teilchen. Dann werden Teilchen erfunden, die das machen, was wir nicht verstehen.